Ja, willkommen im Update März. Hallo. Das wird eine sehr entlarvende Folge, weil es wird sich herausstellen, dass einer von uns beiden absolut faule Sau ist, was das Hören von März-Hörspielen ist, und der andere dann doch relativ viel gehört hat. Wir lassen euch noch im Unklaren, wer wer ist, aber... Ich lehne mich dann mal zurück. Ja, und ich erst. Stille. Ja, ich habe ein bisschen was gehört, zumindest schon. Die drei Senioren hatte ich ja schon angekündigt. Folge 3 habe ich auch mittlerweile gehört. Der Plan des Phantoms. Ja, eine Opa-Folge. Das Phantom, der Opa. Immer noch einer meiner Lieblings-Cartoon-Witze. Das ist so gut. Also, irre. Ja, ein Opernabend. Wer ist da? Alle drei sind da. Merkwürdig, denn nicht alle drei sind Opernfans. Und so kommt es halt wieder dazu, dass der mysteriöse Unbekannte im Hintergrund anscheinend seine Fäden gesponnen hat und die drei wieder mal zusammengebracht hat. Obwohl sie eigentlich nicht wirklich wieder Fälle aufnehmen wollten. Mittlerweile haben sie auch wieder Visitenkarten. Da hat sich die dritte Detektivin drum gekümmert. Ist auch jetzt im Titel, also wie bei Bob Andrews heißt er Recherchen und Archiv und hier heißt immer und Kartendesign oder so. Das ist ganz lustig. Warst du denn am Anfang Catering? Catering, stimmt. Catering war es auch. Ja. Also das, was so anfällt quasi, so die anfallenden Arbeiten. Ja, das hat einen Grund, dass sie da sind, also für den Julian, denn der ist ganz versessen drauf, die berühmte Sopranistin Eleonore De Nicolo zu hören, denn von der ist er völlig begeistert. Und so tritt eben diese berühmte Sopranistin auf und wird erschossen. Ich sage, ach du grüne Neune, okay, das ist schon nicht mehr so ganz drei Fragezeichen. Ja, Kopfschuss. Oh. Nicht wirklich. Sie wird am Kopf getroffen, erfahren sie dann, weil sie... gehen hinter die Bühne und fragen nach, was mit ihr los ist. Und dann kommt raus, dass sie nicht wirklich erschossen wurde, sondern von einem Pfeil, der quasi aus den Requisiten der Oper stammt, von so einem Fake-Pfeil am Kopf getroffen wurde. Aber natürlich der Schreck und deswegen muss er erstmal zurückstehen und die Zweitbesetzung übernimmt zumindest den ersten Teil des Abends. Und da lernen wir dann diese De Nicolo kennen und die ist halt so, wie man sich so eine Diva vorstellt. In all ihrer Divaigkeit. Divität. Ja, halt so eine Knallcharge ein bisschen. Das ist ganz nett, das passt auch ganz gut. Das darf man auch ruhig überziehen, finde ich völlig in Ordnung. Wie die drei an sich ja auch sehr überzeichnete Charaktere sind. Was mir manchmal ein bisschen zu überbetont wird, ist dieses Seniorenhafte. Das ist halt sehr, sehr oft. Vor allem in dieser Folge, denn die drei sind nicht alleine. Nein, es ist auch noch die Nichte von einer mit dabei. Und die ist tatsächlich sehr lustig, weil das entlarvt dieses, was wir vorher schon hatten, mit dem, dass die drei ja nicht die cleversten sind, sage ich jetzt mal. Also im Vergleich zu den drei Fragezeichen, vor allem zu Justus. Ja, das entlarvt nämlich die Nichte. Die Nichte ist nämlich sehr clever und übernimmt die eigentliche Arbeit und übernimmt die eigentliche Schlussfolgerung, auf die eigentlich die drei kommen sollten. Und das wird dann halt immer aufs Alter geschoben, sehr oft. Das ist tatsächlich sehr lustig und hat mir gut gefallen. Sehr gut gefallen hat mir auch die Knappheit. Also da ist auch alles sehr komprimiert, was allerdings dann zu Lasten der Aufklärung geht. Denn die Aufklärung des Falls ist schon ein bisschen sehr lame, finde ich. Also das ist schon sehr straight. Okay. ja, aber ja, das ist eigentlich so... Das, was mich am meisten gestört hat. Ansonsten die Rahmenbedingungen, das mit der Oper, eine Diva und na, wie so ermittelt wird, dann das Gekabbel zwischen den dreien und dann auch noch der Nichte mit dazu. Das ist eigentlich alles ganz nett. Und so die Begleitumstände mit der Musik und so weiter, dieser Nostalgie-Flair, der noch mit reinkommt, alles in Ordnung. Wie gesagt, was halt ein bisschen lame ist, ist der Fall selber. Eigentlich wie schon in der ersten Folge, da war es ja auch so, der dem Ganzen so ein bisschen hinten nachsteht. Also da hätte man, finde ich, schon noch so ein bisschen mehr machen können, mehr draus machen können. Aber vielleicht, habe ich mir dann danach gedacht, hätte ich dann drüber gemeckert, dass da zu viele Twists dann drauf gepfropft werden. Also mir kann man es wirklich schwer recht machen, muss ich sagen. Insofern nehme ich mich zurück und sage, bester Fall bis jetzt, hat mir gefallen. Gut, prima. Ja. Wie war es denn mit der Rückkehr der weißen Lilie? Die ja auch hat mir gefallen. Ja, Mensch, wenn man mal hören will, was Hörspiel alles kann und was da so möglich ist, akustisch und wie man Geschichte erzählen kann in Hörspielform, bitte hört euch die weiße Lilie an. Die Folge 10, Dunkle Erkenntnis, Teil 1. Das ist ja wieder in so Kapitel quasi aufgeteilt. Also man hat so...
Dreiteiler waren es, oder? Nee, nicht immer. Wie war das? Waren es immer Dreiteiler? Ja, doch, 3x3. Ich weiß nicht. Ja, doch, 3. Jetzt wird auf jeden Fall das letzte ist es, glaube ich, wenn ich das recht in Erinnerung habe, das letzte Kapitel, Großkapitel aufgeschlagen und davon der erste Teil erzählt. Ja, ich habe ein bisschen gebraucht, um wieder alle Leute zu sortieren. Ging mir ein bisschen wie bei Imperator. Wer mir noch präsent war, war auf jeden Fall Daniel, die Hauptfigur. Na, einer der Hauptfiguren. Die sind ja schon gleichwertig. Also aber Daniel ist ja dieser Killer. Und exemplarisch an dem kann man wirklich sehr gut abbilden, wie clever diese Story ist, wie gut die erzählt ist und was man da mit seinen Charakteren machen kann. Mir ist Seitenhieb Game of Thrones eingefallen, wo Jaime Lannister ist eine Figur, die bei Game of Thrones am Anfang so düster und so fies und eklig dargestellt wird, dass ich denke, boah ey, das ist so eine Hassfigur. Und George R. R. Martin schafft diese Hassfigur innerhalb von einer Staffel, dadurch, dass man ihm auf einer Odyssee quasi quer durch Westeros verfolgt, zu einer absoluten Lieblingsfigur macht. Und das ist so unfassbar gut einfach geschrieben und dargestellt. Und so ähnlich ist es ein bisschen mit diesem Daniel. Der taucht ja am Anfang als Killer auf, als Killerfigur, der aber einen sehr triftigen Grund hat, dort im Kongo so vorzugehen, wie er es tut. Und er wird ja da auch in eine Falle gelockt und will sich dann eben an seinen Auftraggebern rächen. Und man taucht da immer tiefer in diese Figur ab, also in seine Beweggründe und warum er so handelt, was in seiner Vergangenheit rumort. So ist es ähnlich bei Daniel, dass das halt am Anfang so eine zwielichtige Figur ist, die man aber immer mehr lieb gewinnt in Tüdelchen. Jetzt nicht wirklich lieb gewinnt, aber dem man halt sehr gerne zuhört und der einem ziemlich nahe geht, vor allem durch seine Vergangenheit. Und wie ihm übel mitgespielt wird. Und dieses übel Mitspielen hat vor allem mit einer Figur zu tun, einem Politiker, der, Spoiler, am Anfang der Folge drauf geht. Tja, und Hauptverdächtiger ist Daniel, weil da ein Tonband auftaucht, das Daniel schwer belastet, sage ich jetzt mal. Und so wird er halt, er wird ja eh schon verfolgt nach seiner Rückkehr nach Amerika. Und jetzt wird er noch deutlich noch mehr verfolgt, was für ihn die Aufgabe, an die Auftraggeber ranzukommen, deutlich erschwert. Und da gibt es halt eine Szene, die ist, finde ich, vom Erzählerischen herausragend, wo er ins Haus eines Mannes einbricht und ihn ja, zur Rede stellen will und der dann in einen Panikraum flüchtet. Und also das müsst ihr euch anhören, das ist fantastisch. Das ist der eine Part der Geschichte. Dann haben wir natürlich unsere zwei Detectives, die scheinbar an einer ganz anderen Ecke ermitteln, aber dann auch in Kontakt mit diesem Politiker kommen und mit seinen Machenschaften und mit dem, der dahinter steckt. Und dahinter steckt, das wissen wir spätestens seit der zweiten Staffel, eben diese weiße Lilie, dieser machtgierende Zusammenschluss von mächtigen Leuten, die Personen wie auf einem Schachbrett hin und her schieben und ja, halt so das Üble so ein bisschen verkörpern, aber eben auch eigene Beweggründe haben. Und genau, und die zwei kommen halt auch immer mehr auf die Spur der weißen Lilie und während parallel, und das ist der dritte Strang der Geschichte, die Geschichte in München weiter gesponnen wird. Da war ja auf der Sicherheitskonferenz, sind wir einer Frau vor allem gefolgt, wo dann dieser Anschlag passiert ist und infolgedessen diese Frau mit einer anderen Frau zusammen sich verschanzt hat und auf der Flucht quasi schwer verletzt wurde und im Krankenhaus landet. Und just in diesem Krankenhaus taucht dann diese andere Frau wieder auf und es geht da um einen Datenstick. Und dieser Datenstick, der rückt immer mehr in den Mittelpunkt, denn da sind Audiodateien drauf, die weiße Lilie entlarven könnte. Lassen wir mal die Katze aus dem Sack. Und naja, was passiert? Natürlich, wie weit darf man verraten? Es ist halt sehr verzwickt, dadurch, dass diese drei Ebenen natürlich alle ineinander spielen und alles unheimlich spannend ist und ja, auf den höchsten Ebenen Homeland Security, sage ich nur, alles ja durchseucht ist, sage ich jetzt mal, von dieser weißen Lilie, will ich nicht mehr verraten. Außer, dass das ein höchst spannender, unglaublich unterhaltsamer und akustisch bombastischer Trip war, den ich sehr genossen habe. Bitte, um Himmels Willen, bitte setzt Kopfhörer auf, genießt dieses Erlebnis, was da geboten wird, wie da hörspielerisch erzählt wird. Es ist fantastisch. Okay, ja, ich werde noch reinhören. Mach das. Das ist wirklich granatenstark. Also wenn man mal hören will, was Hörspiel so kann,
so sieben Siegel hören oder weiße Lilie hören. Okay. Ja, also akustisch ist das hammermäßig. Hätte mich auch gewundert, wenn es anders wäre. Das stimmt, ja. Ich freue mich auf mehr. Ja, dann ein Pilax noch, und zwar auch eine Rundfunk der DDR-Produktion, etwas, was ich auch noch nie gehört habe. Die Fälle des Kriminalanwärters Marzahn, das lief über 6 Jahre im Radio von Peter Gaulitz. Das ist erstmal eine sehr spannende Zeit, die man da beleuchtet, und zwar die Nachkriegszeit. Berlin in der Nachkriegszeit 1947 und dann nachfolgende Jahre. Und es geht um diesen titelgebenden Kriminalanwärter, der quasi frisch aus einem anderen Beruf, er war eigentlich Schlosser, kommt und in die Kriminalistik quasi reingesteckt wird mit seinem Kollegen zusammen, der schon ein bisschen länger in dem Laden ist und ihm dann quasi so ein bisschen einführt, sage ich jetzt mal, bis er dann so nach und nach in seinen eigenen Fällen ermitteln soll, beweisen soll, was er quasi gelernt hat so ein bisschen. Und das ist schon sehr, sehr cool. Also wie das am Anfang dargestellt wird, das ist sehr spannend. Also wie er quasi von Fall zu Fall dazulernt, sage ich jetzt mal, und immer selbstbewusster wird. Das spielt nämlich tatsächlich im Verlauf der Fälle immer mehr eine Rolle. Das finde ich als Grundprinzip schon mal sehr stark. Die Fälle haben so einen heiteren Berliner Unterton, der oft ein Oberton ist, der oft nach vorne rückt. Das sind halt so, oder spielen oft so, also wie man sich das vorstellt, so typische Berliner, ja, kleine Unterweltleute mit, aber auch einfach nur normale Berliner Bürger, die halt, das Herz auf der Zunge tragen, sage ich jetzt mal. Und das gibt diesen Halbstündern so einen ganz eigenen tollen Charme, finde ich. Das wirkt vielleicht an der einen oder anderen Stelle, was die Fälle anbelangt, jetzt nicht so überbordend spannend, aber das ist teilweise wirklich sehr clever und spaßig. Also ich habe noch nicht alle Fälle gehört, muss ich sagen. Es sind ja 14 an der Zahl, also ist nicht wenig. Aber also alle, die ich bis jetzt gehört habe, waren wirklich sehr unterhaltsam. Es geht immer einmal um den Schwarzmarkt, es geht um natürlich Morde, die als Unfälle getarnt wurden, und Tresoreinbrüche und geklaute Uhren und ja, also so kleinere, manchmal ein bisschen größer dimensionierte Fälle, die aber sehr bodenständig sind. Also sehr damals verhaftet, in Berlin in der damaligen Zeit verhaftet. Und das ist das eigentlich Tolle, finde ich, wie diese Zeit eingefangen ist und diese Berlinerigkeit, sag ich jetzt mal, eingefangen ist. Und das macht das Ganze sehr, sehr unterhaltsam. Letztlich kann man es in dem zusammenfassen, was der Kriminalanwärter in jeder Folge mehrfach sagt: Menschen sind das. Und das ist immer sehr schön, wenn dieser Satz dann fällt. Menschen sind das, sagt er immer zu seinem Vorgesetzten. Und das fasst das Ganze eigentlich letztlich sehr gut zusammen. Ja, diese Menschen versuchen halt alle irgendwie zu überleben, und viele nehmen es halt dann mit dem Gesetz nicht so ganz ernst. Ja. Und das hat mir sehr gut gefallen bis jetzt, und das habe ich mit Freuden gehört und werde das auch mit Freuden weiterhören. Also wer so ein Herz für ein bisschen ältere Krimis hat und Berlin ein bisschen mag, bitte hört euch das an. Ganz spannend, ganz toll. Okay, machen wir das, wenn ich mal Zeit habe. Wenn du mal Zeit hast, ja. Wo ich auch keine Zeit für habe, wäre für die Folge 37 von den Midnight Tales. Hast du die vielleicht gehört? Die habe ich gehört. Frage ich mal als schlechter Schauspieler, als ob ich nicht schon wüsste, dass du es gehört hast. Ohne jedes Risiko. Hieß Folge 37, ist von Marc Freund. Das, wie gesagt, geht erstmal sehr drastisch los. Es geht um einen Mitarbeiter in einer Firma, altgedienten Mitarbeiter seit 17 Jahren in der Firma, der schwer beschäftigt ist und noch so einen Kollegen hat, mit dem er sich immer wieder austauscht, und der zu seinem Chef gerufen wird. Und sein Chef ist irgendwie, ist halt so ein Chef, ne? Nicht so ganz angesehen, sage ich jetzt mal, und so ganz gewollt und so ein bisschen so ein schmieriger Kerl. Also, ist jetzt nicht so ein doller Sympath. Und der zitiert ihn zu sich und erzählt erstmal, sie sind ja schon so lange jetzt bei uns und es sind so einige Umstellungen. Dann denken wir schon, wird jetzt rausgeschmissen? Nein. Und zwar erzählt der Chef, dass er mal so ein bisschen genauer in die Retourenbilanzen, um die geht's, geguckt hat der Firma. Und da sind so ein paar Retouren anscheinend verschwunden. Also die sind nicht retourniert worden, sondern die sind auf einmal so verschwunden von den Papieren. Und er äußert dann einen Verdacht und der trifft voll ins Schwarze. Denn anscheinend hat dieser altgediente Mitarbeiter so ein bisschen was unterschlagen. Und man kann es schon sich denken, der Chef erpresst ihn. Aber womit?
Das ist heftig. Ich will es eigentlich nicht verraten. Es kommt zwar relativ früh, aber eigentlich will ich es nicht verraten. Wie gesagt, es ist eine sehr drastische Forderung, auf die der Mann einfach nicht eingehen kann. Zum Schein geht er dann drauf ein. Er bespricht sich aber mit seinem Kollegen und die beiden ersinnen sich einen Plan, der ohne jedes Risiko, hier der Titel, eigentlich ja nur gut gehen kann. Wenn da nicht was schief gehen würde, so viel sei verraten. Ich verrate natürlich nicht, was es ist. Allerdings, ja, dieser Gag, der ist leider dem Prinzip der Midnight Tales geschuldet, sage ich mal. Weil natürlich erwartet man, dass da dann noch ein Dreh reinkommt. Das kann ja nicht glatt gehen. Und diesen Dreh, also hatte ich zumindest schon vermutet und so kommt es dann auch. Ja, das ist so das Einzige, was das Ganze so getrübt hat. Ansonsten bin ich wie immer bei den Midnight Tales bestens unterhalten worden. Ganz schön drastisch, wie gesagt, und schön schmierig dargestellt, also gut geschauspielert und ja, eine gute Folge, die wirklich nur diesen einen Mangel hat, dass man das, was am Ende kommt, so ein bisschen ahnt, sag ich mal. So, trinke ich mal einen Schluck? Ja, trink mal einen Schluck, weil du musst ja gleich weitermachen. Ach, einen haben wir noch. Ja. Und zwar Oliver Dörings fantastische Geschichten From Beyond, eine Lovecraft-Geschichte, ja, die ich sehr genossen habe, muss ich sagen. Und zwar, worum geht's? Ja, es geht um einen Wissenschaftler, der eine Entdeckung gemacht hat. Und diese Entdeckung veranlasst ihn dazu, an einer Maschine, das ist schwierig, ich schicke mal einen vorsichtigen Spoiler vorweg, nicht, dass ich zu viel verrate, aber es kann passieren, ermöglicht es ihm, sage ich jetzt mal, auf eine andere Ebene der Realität abzutauchen oder einzutauchen. Und sein Assistent sagt irgendwann mal, dass er dabei jetzt nicht mehr mitmachen will. Sein Chef lädt ihn aber nochmal ein zu sich nach Hause und sagt dann, dass er nochmal was testen will und ob er denn nicht Lust hätte, da nochmal mitzumachen. Naja, das wird dann doch weiter getrieben als vermutet. Und so taucht er eben selber in diese Welt ein. Und ja, in dieser Welt From Beyond lauert natürlich, es ist eine Lovecraft-Geschichte, Schauriges. Ja, dabei bleibt es aber nicht. Denn auf einmal ist die Haushälterin verschwunden. Und das bringt diesen jungen Assistenten dazu, seinen Chef damit zu konfrontieren und dann knallt's halt. Und dieses Knallen, das ist schon sehr, sehr geil dargestellt. Und das ist ja auch das, was Oliver Döring einfach, finde ich, nochmal heraushebt, wie da vor allem akustisch Sachen dargestellt werden. Und so diese andere Welt zum Beispiel dargestellt wird, mit Pausen gearbeitet wird und sowas. Also wie da richtig schön gehörspielt wird. Und das ist das, was das Ding halt dann von so einer normalen Gruselgeschichte deutlich, finde ich, nochmal raushebt. Also mich hat das bombig unterhalten, muss ich sagen. Mhm. Und ich habe dem gebannt gelauscht und sehr gerne zugehört. Und ich fand das sehr, sehr schön. Das hat mir sehr gut gefallen. Okay. Also gar nicht mal die Geschichte selber. Ja, das ist so, wie man es tatsächlich erwartet. Da ist jetzt nichts, was einen so komplett überrascht und was erstaunt macht. Aber das ist eher dann tatsächlich, wie es umgesetzt ist und auch geschauspielert ist. Klaus-Dieter Klebsch ist natürlich der leicht durchgeknallte Wissenschaftler. Ja, das wäre vielleicht der einzige Kritikpunkt. Das ist aber meinem persönlichen Geschmack geschuldet, weil ich halt Klaus-Dieter Klebsch irgendwie seit Professor Doom irgendwie immer, finde ich den immer ein bisschen übertrieben. Aber er wird immer rechtzeitig gebremst. Also das ist schon ganz, ganz gut eingefangen noch. Deswegen nur so eine bedingte Kritik, die eigentlich nicht wirklich eine ist. Also wer eine gute, fantastische Geschichte von Lovecraft in Hörspielform hören will, der ist da absolut gut bedient und auch wer Gruselgeschichten mag und sich gerne begruseln lässt, auf jeden Fall reinhören. Das ist wirklich richtig gut. Genau. Ihr müsstet allerdings die CD, also wenn ihr sie jetzt schon kaufen wollt, also jetzt in dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, Ende März, kriegt ihr sie momentan nur bei Imaga selbst im Shop, im Label-eigenen Shop. Sie wird auf CD am 16. April erscheinen, also im regulären Handel. Und ich glaube, die digitale Veröffentlichung ist nochmal ein Stück später, aber da habe ich jetzt kein Datum. Aber kommt, wenn ihr aufmerksam freitags meine Seite Hörspieltipps.net verfolgt, dann wird es irgendwann auftauchen. Genau, könnt ihr ja mal machen. So, dann will ich jetzt mal ins Geschäft hier eingreifen, dass ich auch was mache und euch mal erzählen, was wir noch so im Update des Monats März drin hatten, was wir im Vorausblick des letzten Orcas, ihr kennt diese berühmte Folge 107, diese elendlange Folge, die kaum ein Ende nehmen wollte und auch keins gekriegt hat. Ja, da schließe ich jetzt mal an und
Unter anderem ist eine Serie aufgetaucht, die wir bisher noch nicht im Blick hatten, und zwar aus dem Fritzton Verlag. Die heißt Dark Berlin. Da gibt es mittlerweile schon die Folge 6, der Fall Fese. Und das ist der erste Teil eines Zweiteilers. Und das Ganze ist am 3.3. erschienen. Es geht auch, ja, wie der Name schon sagt, ins Dark Berlin, ins dunkle Berlin. Ja, der Vergangenheit, und das klingt alles sehr, sehr gut, also wie auch Hermann Media oder die Fälle des Kriminalanwärters Marzahn, also ähnliche Richtung, und vielleicht schaffen wir es ja mal irgendwann da reinzuhören, aber auf jeden Fall erschienen ist das Ganze jetzt schon. Und mittlerweile, wie gesagt, gibt es 6 Folgen. Ja, dann noch was Neues von Audible, was wir auch nicht auf dem Schirm hatten, kam nämlich am 17.03. das geheimnisvolle Medaillon, die erste Staffel, ein Hörspiel von Barbara van den Speulhof. Ja, und eine neue Folge der Alsterdetektive gibt es. Plötzlich und unerwartet war sie da, kurz vorher angekündigt. Am 15.03. ist sie dann erschienen, und das Ganze findet ihr auf der Seite der Alsterdetektive, alster-detektive.de zum Download, oder ihr könnt sie auch bei euren Streaming-Anbieter der Wahl hören. Selbst bei Amazon könnt ihr das Album kaufen für 3 € oder so, warum auch immer man das kaufen muss, wenn man es kostenlos downloaden kann. Das aber ist ja beknackt. Ja, wir sind gespannt. Ich denke, wir werden auch wahrscheinlich reinhören. Oh Gott, ja, ich verspreche nichts, aber wahrscheinlich sitze ich dann im nächsten Monat wieder hier und muss Abbitte leisten. Also ich werde es mir gleich nachher gönnen. Dann gibt es was Neues bei Allscore, und zwar die atemberaubenden Abenteuer der Digitales, wie sie jetzt auch immer heißt. Und zwar ja auch schon die 2. Staffel. Das kam ja auch schon, ja. Ja, da gab es schon mal vor 1-2 Jahren, 2019 meine ich ganz, wäre da schon mal was erschienen, und ja, leider auch an uns vorbeigerauscht damals. Dann beim Hörspielprojekt gibt es ein neues Hörspiel von Sven Matthias, der eine neue Serie oder Reihe aufgelegt hat. Ich habe es leider noch nicht gehört, deswegen kann ich mich da noch nicht zu äußern, was es denn jetzt schließlich und endlich ist. Und zwar die Bibliothek der Dunkelwelten, und da ist die Folge 1 erschienen, Am Ende ein Lächeln. Und eine neue Folge, Die großen Fälle von Scotland Yard, ist auch am 19.03. rausgekommen. 46 heißt Black Friday. Oh, da wird eingekauft. Ja, genau. Deswegen ist auch freitags erschienen. Genau. Ja, apropos Maritim, eine neue Folge der schwarzen Serie, die 17, 7 Schlüssel, ist auch erschienen am 26.03. Ja, die werden wir auch hören, auf jeden Fall. Bestimmt. Dann beim Gerhard Schepper Verlag ist zum 150. Jahrestag der Pariser Kommune 1871 das Hörspiel Es lebe die Kommune rausgekommen. Ja, wäre ja eigentlich was für uns. Uns Kommunisten meinst du? Ja, genau, wir uns linksversifften, grün-rot linksversifften. Genau das Hörspiel, was wir brauchen. Ja, ein neues Abenteuer von Phileas Fogg ist auch erschienen. Die 27, Der Fluch der Harpie, kam am 19.03. raus. Ja, und zu guter Letzt noch, und nebenbei Liebe ging auch weiter, und zwar mit der, also bis, mit einer Folge. Ich habe jetzt nur die letzte noch reingenommen, die 38. Und das hieß Die Party. Genau, letzte Folge der 2. Staffel. Jetzt ist erstmal wieder Pause angesagt, also da ist jetzt erstmal Staffelende, und wenn ihr es wie wir nicht geschafft haben, zeitnah zu hören, könnt ihr das Ganze jetzt nachholen. Das Ganze gibt es bei Argon Lab kostenlos als Podcast zum Download. Ja, und dann bei Europa gab es noch was, die Yoginis? Wie auch immer, ja. Yoginis? Also irgendwas Fantasy-mäßiges? Kinder. Der Fantifant. Fand. Das klingt ein bisschen wie Mopsy Mops. Ein J-Giraffe. Naja, es ist auf jeden Fall bei Europa rausgekommen. Der bunte Sturm heißt die Folge? Ich weiß nicht. Ja, 10 Minuten lang, überschaubar. Es gab schon eine im Februar, die wir auch nicht auf dem Schirm hatten. Also es scheinen so kurze Spiele zu sein, die es dann auch nur digital gibt. Klar, für 10 Minuten presst man keine CD. Wahrscheinlich gibt es dann irgendwann mal, wenn man mal so 5, 6, 7 Folgen hat, das Ganze vielleicht mal auch auf eine CD verewigt, aber momentan nur digital. Und wie gesagt, im Februar kam schon mal eine Folge und jetzt eine neue Folge im März. Und auch wenn wir es noch nicht gehört haben, möchte ich doch kurz aus dem Klappentext zitieren. Hui, das wird spannend. Nee, das wird richtig spannend. Entschuldigung. Also bitte, ja. Entschuldigung. Wenn es nur spannend wäre, würde ich es nicht machen. Nee, aber richtig spannend. Oh Mann, wenn man das schon... Schnallt euch und euren Fantifant an. Ja, genau. Ja. So, und mach damit sind wir Grüße. Auch bei YZ gab es nichts mehr, deswegen sind wir jetzt durch. Jetzt Zorro war schon, ja. Ja. Ja, dann bleibt uns noch eine Kategorie mit ein paar Resten am Ende und dem Gedöns, zu dem kommen wir dann gleich noch. Genau, bis dahin. Ja.